zweite Rücken, ich bin zu groß für Maastricht. Jedenfalls von der Körpergröße. Und das erste Gedicht, das ich lese, ist meinem Freund Günter Hofmann gewidmet, der vor 2 Monaten gestorben ist, der die Titelradierung zu dem Buch Das langsame Ende des Schnees gemacht hat. Ein Mann ohne Schlaf. Das Aufblühende entblößt noch mehr, was dich an diese Stelle brachte. Der harte Klang des Vogelbellens schlägt an deine Innenwände, nicht hörbar für die fremden Tiere, die das Gras, bevor es wachsen kann, verschlingen. Die Zeit frisst sich durch dich, obwohl sie selbst in ihrem Schatten bleibt. Du stirbst und hast nur noch sehr wenig Schlaf. Du rufst mich mehrmals täglich an und schweigst. Ich warte immer, bis du auflegst und ich wiederkomme. Ich gehe durch den nach Winterwald und sammle die gebrochenen Zweige aus dem Holz und werfe sie ins junge Licht, in dem sie noch einmal zerspringen. Ein Mann zum Schlaf. Het opbloeiende ontbloot nog meer. Wat je op deze plek heeft gebracht. De harde klank van het vogelgeblaf ramt op je binnenwanden. Niet hoorbaar voor de vreemde dieren die het gras, voordat het groeien kan, verslinden. De tijd vreet zich door jou, hoewel zij zelf in haar schaduw blijft. Je sterft. En heb nog maar heel weinig slaap. Je belt bij mij meerdere keren per dag en zwijgt. Ik wacht altijd tot je ophangt en ik terugkeer. Ik loop door het nawinterwoud en verzamel de gebroken twijgen uit het hout. En gooi ze in het jonge licht, waarin ze nog 1 keer stuk springen.